Moin Moin, hier Let's Play unsere kleine Farm. was ist los? Danke dir, alles gut. Du hast das Jahr vergessen. Ja, genau. Stimmt. Ja, unsere kleine Farm. Mit dabei sind der Thomas, moin. Moin. Und der Pern ist auch wieder dabei. Hi. Servus. Ja, Aufgabenstellung ist gleich geblieben quasi wie das letzte oder wie letzte Folge. Ich versorge jetzt hier weiter die Produktion. Gerade aktuell die Saatgutproduktion. Der Thomas hilft dem Björn beim Abfahren von Feld Nummer 1. Und der Björn ist am Dreschen. Genau, jetzt gucken wir gleich mal, wie weit die Ernte ist. Unten auf Feld Nummer 17, ob das schon erntereif ist oder nicht. Dann wird dementsprechend direkt angefangen dort zu ernten. Da leihe ich mir einen großen Rübenvollernter, dass wir dann auch, ja, Rüben haben, die werden eingelagert oder verkauft, je nachdem, je nach Preis. Um zu gucken, später dann für die Zuckerproduktion. Dafür war es eigentlich gedacht. Jo. Na, da müssen die anderen zwei Felder noch geerntet werden, wo der Björn gerade dran ist. Gras muss gemäht werden, etc. etc. Arbeit ist genug da. Nicht wahr? Verkaufen wir noch mal eine Fuhre Futter, dann verkaufen wir noch ein bisschen Milch. Eier sind auch bald voll, sehe ich gerade. Ist ja schon fast weg. Was ist weg? Was ist fast weg? Ah, hier dein Feld. Das ist schon recht weit. Herr Thomas, wir hatten mal, der Björn und ich hatten mal geredet über einen zweiten Drescher eventuell. Was hältst du denn von der Idee? Schön New Holland oder so. 13 Meter. Gescheites Ding, gescheites Mähwerk vorne dran, kein Problem. Ja. Muss gerade gucken, was der kostet. 430 Tonnen. Wer es noch nicht gesehen hat, Let's Play Hofbergmann geht auch weiter. Da sind wir jetzt wieder auf dem aktuellen Stand, was den Patch betrifft. Der Farmer Andy hat das Spiel geupdatet quasi auf 1.0.0.3. Und da zocken wir auch aktuell drauf. Oh, ich konnte halt die ganzen Spielstände aus den, ich sag mal, Version 1.2 alles übernehmen. Wir haben zwar neu angefangen, aber wir haben halt wieder alles so hergestellt, quasi von den Silos, wie es halt da auch war. Ist halt blöd, dass die jedes Mal wegen jedem kleinen Futzel immer gleich, dass man einen neuen Spielstand anfangen muss. Wäre halt schöner, wenn sie einmal quasi so einen riesen Patch raushauen würden für die Map. Oh, und ich sag mal, für uns Let's Player ist es halt blöd, da jedes Mal dann neu anzufangen, weil es ehrlich gesagt richtig nervig ist.
jedes Mal die Felder neu zu kaufen, die ganzen Maschinen neu hinzustellen, die Lagerbestände aufzufüllen, etc., etc., etc. Also das ist, ja, ich möchte, ihr wisst wahrscheinlich selber, wie es ist, so als Let's Player möchtest du natürlich dann da auch weitermachen, wo du aufgehört hast, aber dann jedes Mal dann da nochmal neu anzufangen und ja, das senkt die Stimmung auf das Projekt Hof Bergmann echt ganz schön in den Keller. Ist das so, oder? Das ist nervig, halt. Ja. Wo man so seine Milch verkaufen, habe ich gerade gesehen. Verkauf hier noch weiter Mischration. Dann haben wir wie immer reichlich. Jo. Müssen wir halt jetzt gucken, was wir vorziehen, ob wir einen größeren Mähdrescher kaufen wollen oder die Zuckerfabrik. Thomas, wo standet die? Weißt du das? 17. Boah. BGA nicht, Klärwerk auch nicht. Da kommt die Raffinerie hin. Da steht unsere Mehlfabrik. Oben bei der Gärtnerei. Könnte man sie hinstellen. Das war, warte, das ist oben, ich muss kurz die Karte. Und zwar 31, Feld 6 und Feld 7. Feld 6. Da oben in dem Eck, da oben in dem Eck. Ja. Da ist Zuckerfabrik und da oben ist die auch gewesen. Ah, okay, also okay. Hier gibt es ein kleines Stückchen, was man kaufen kann an Wert. Gerade mal dahin springen, das mal angucken. Wo sind wir jetzt? Da oben, wo die Zuckerfabrik war, war ja auch damals die Papierfabrik und die Kartoffel. Irgendwas mit den Kartoffeln war da auch noch. Ja, also hier. Die Waschanlage. Hier ist auf jeden Fall. Könnte man hier was kaufen. Allerdings. Ich weiß nicht, was das jetzt hier ist für ein Werk. Ob das hier die Zuckerfabrik ist, keine Ahnung. Also hier liegen auf jeden Fall überall Zuckerrüben rum. Was du jetzt dieses Grundstück, was du hier erwerben könntest. Ich weiß nicht, ob die hier hinpasst. Ich weiß nicht, wie groß die ist, weil wir halt noch keine 650.000 haben. Da mal gucken könnten, wie groß die ist. Aber ich glaube, die könnte hier auf diese Fläche hinpassen. Du kannst die auch mit weniger Geld schon mal versuchen. Dann siehst du, wie groß die ist. Nee, dann lässt sie sich, glaube ich, nicht kaufen. Quasi. Doch, ja? Die ist rot. Die ist rot. Okay. Du kannst sie nicht kaufen, aber du kannst sie praktisch mal Probe hinstellen. Okay, ja. Du weißt nur nicht, ob sie hinpasst. Ich gucke gerade mal. Nee, hier steht nicht genügend Geld. Ah, okay. Ja. Ich dachte, du kannst sie hinsetzen, aber sie wird dann rot. Nee. Ach, Björn, ich fahre auch mit deinem Schlepper als darum, ne? So. Ja, ja. Boah. Nutzt ja gern die Sachen von anderen. Ja, das weiß der Thomas noch gar nicht, ne? Doch, das weiß er. Er will doch auch einen haben. Ja, der Thomas, der kriegt aber einen Tausender dann. Wegen seinem Alter und so. Der darf dann. Oh.
schon ein bisschen die gehobenere Klasse fahren. Kann ja klein anfangen. 1046 geht ja auch. Das ist dann aktuell dann der leistungsstärkste, den wir haben mit 460 PS. Ja. In 46 reicht auch. Ja, erstmal ja. Je nachdem, also wir entwickeln uns ja ständig weiter hier mit. Solange Fate noch nicht die Vierfach-Map draus macht und dann fällt, oh Gott, was war das da oben? 44, 45 oder sowas? Ja. Diese mega großen Dinger da auf der Hin. So. Einen verkaufen wir noch vielleicht noch einen. Jawohl, sehr gut. So, wir brauchen. Was wollen wir denn jetzt kaufen? Oh, warte mal, erstmal gucken, ob die Zuckerrüben gut sind. So, Feldfrüchte. Mähdrescher. Mähdrescher im zweiten. Ja, das ist auf jeden Fall reif. Gut. Wir müssen dann jetzt noch so viel verkaufen, dass wir uns den Dings leihen können. 430 kostet der. 430 plus. Ja, plus 89.000. Also über 500.000 Euro. Ich noch, denke mal, 2 bis 3 Anhänger hier verkaufen, dann hätten wir es drin. Vielleicht könnten wir ja noch einen Anhänger Mehl verkaufen. Du kannst ja auch gleich den Hänger Mond verkaufen. Mond bringt 1300, ja, könnte ich auch. Knapp, ja, knapp 1300. Das brauchst du ja eh nicht. Was brauche ich? Den Mond, der ist ja nur zum Verkaufen. Ja. Noch, ja, ich glaube Raffinerie später für Diesel und so. Okay. Da kannst du glaube ich auch Mond reinkippen. Oder die Drogenfabrik. Ja. Jawohl. Mähdrescher, das ist dann halt, dann werden wir so langsam groß. Da macht doch eindeutig viel mehr Spaß dann mit 2 Mähdreschern, wenn du schneller die Felder unten hast, kannst du dann direkt wieder bestellen. Dann könnte man sogar auch mit 2 Mann bestellen, weil wir auch 2 Sämaschinen haben. Aber das geht schon. So, jetzt gleich, wenn wir laden noch eine Station, gucken wir mal, was wir an Mehl haben und was da vielleicht verkauft werden kann. Der Mehlpreis ist bei 1200, der ist aktuell nicht sehr voll, ne? Tabak könnte auch verkauft werden. So viel Zeug, Leute. Ist aber auch schön. Wo soll der Mond verkauft werden?
Auch Reifeisen. Aber steigt noch. Digga, Reifeisen nicht. Upsi. Hat keiner gesehen. Nur die 5 Millionen Zuschauer. Ja. Genau die. Thomas, wie voll bist du denn? Dann nehmen wir noch rein, das machen wir noch rein und dann. Jawohl. Ja, ich werde jetzt so viel wie möglich verkaufen, dass dass wir den neuen Drescher kaufen können und halt noch Geld über haben für die Miete für den Rübenvollernter. Könnten wir jetzt schon kaufen? Schmon Reifeisen gesagt, ja. Jawohl. Wollt ihr mit Dings? Mit GPS? Oder was? Verstehe die Frage nicht. Mit. Oh, wenn der Thomas jetzt den Mond noch verkauft hat, gleich. Jetzt noch ein Anhänger laden. Noch verkaufen fahren, dass wir ein bisschen Geld über wieder haben. Jawohl. Ey, jetzt seid ihr mal heil aneinander vorbeigekommen. Ja, Thomas ist auf seiner Seite geblieben, stell dir vor. So, steht alles beim Händler abholbereit. Jo. Weißt du, wo ich auch für wäre? Dass wir die Mähwerke verkaufen und zum Big M kaufen. Warte mal. Ich aber mal was wissen. Wie breit ist das? 8,40 Meter, aber wie breit ist der Big M? 10 Meter, okay. Würden wir sogar noch ein bisschen Plus machen in der Arbeitsfreude. Was ist der? 380. Jo, so ist das. Björn ist auch gleich fertig. Dann habe ich das goldene Schmuckstück schon auf der Straße gesehen.
Ja, da. Ja, wie der neue Mähdrescher arbeitet, das sehen wir natürlich dann in der nächsten Folge. Dann leider schon wieder rum. Danke dem Team für die fleißige Arbeit. Du bist ja selber schuld, wenn 6.45 Uhr da kräht der Hahn, das ist normal. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich danke dem Team für die gute Arbeit, die wir immer machen hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bin raus. Bis denn dann. Ciao, euer Blacky. Tschüss. Tschüss.